Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, nach einer gefühlten Ewigkeit bringe ich endlich mal wieder ein Video online. Die letzten paar Wochen waren wettertechnisch ja nicht so wirklich optimal. Ich konnte nicht in die Berge oder sagen wir mal so, jedes Mal, wenn ich hätte in die Berge fahren können, hat das Wetter nicht mitgespielt. Regen, Schnee und naja, einfach eine blöde Übergangszeit. Daher habe ich mich heute dazu entschlossen, hier bei mir auf der Schwäbischen Alb eine schöne Tour zu laufen und euch mitzunehmen. Was ist geplant? Ich stehe gerade hier am Parkplatz in Bad Urach, an dem Parkplatz, der zu den Wasserfällen führt. Und wir laufen jetzt gemeinsam bis zu dem Urlacher Wasserfall, zum Gütersteiner Wasserfall und dann wahrscheinlich noch hoch zur Burgruine, also zur Ruine Hohen Urach. Die Tour hier, das ist eine wirklich wunderschöne Tour, kann ich euch sehr empfehlen. Ich bin die schon sehr, sehr oft gelaufen, also eigentlich zu allen vier Jahreszeiten. Und ich meine sogar, die Tour oder die Strecke hat vor ein paar Jahren hier mal so einen Preis gewonnen. Einer der schönsten Wanderstrecken Deutschlands. Also kann ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen, hier die Gegend um Bad Urach. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es soweit eigentlich blendend, nur dass ich ja leider jetzt längere Zeit nicht mehr in den Bergen war. Ich bin zwar vor einigen Tagen losgefahren, bin dann auch dort in der Nähe von Oberstdorf oder zwischen Sonthofen und Oberstdorf angekommen, habe meine Tour gestartet, das Wetter war eigentlich okay, war schön, aber dann nach 500 Metern habe ich die Tour abgebrochen. Also ich wollte nur so ein paar Hörner, ein paar Köpfe erklimmen, sage ich mal, oder ja, ich sag mal erlaufen, weil das war technisch gesehen natürlich nicht wirklich anspruchsvoll. Weil weiter oben liegt schon relativ viel Schnee, da geht es gerade nicht hoch. Da habe ich mir gedacht, okay, ich fahre jetzt mal hin und laufe einfach irgendwie eine Tour, da ich so wenigstens ein bisschen was vom Berggefühl bekomme. Ja, aber dann nach 500 Metern, ich hatte eh schon nicht so wirklich Lust auf die Gegend da. Und dann nach 500 Metern stand ich echt knöcheltief im Matsch. Die Wege waren nicht zu erkennen, wen im Laub und hin und her. Und schlagartig entschieden, dass ich echt keine Lust habe, wieder zurück zum Auto und bin wieder nach Hause gefahren. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis, ich sag mal, ein bisschen mehr Schnee liegt, dass ich dann auch wirklich Schneeschuhtouren machen kann, weil jetzt gerade ist es, ja, es liegt nicht genug Schnee für einige Strecken und teilweise viel Matsch, es hat viel geregnet, also ist immer so typischer Herbst vielleicht, aber ein bisschen ungemütlich, würde ich sagen. Ja, ich war zwar immer wieder unterwegs in letzter Zeit, habe meine 30 Kilometer Wanderung hier in der Gegend gemacht, um fit zu bleiben. Davon habe ich aber keine Videos gemacht, weil das Wandern teilweise, da geht es wirklich nur darum, um ein sportliches Wandern. Kilometer zusammenkratzen und schnell wandern. Daher freut es mich umso mehr, dass ich heute mal wieder mit einem Video euch eine Freude bereiten kann und darf. Ich hoffe, die Tour gefällt euch. Bleibt auf jeden Fall dran, weil es ist echt schön. Es ist wirklich schön. War jetzt schon was länger nicht mehr hier. Ich meine auch, die Burgruine wurde mal ein bisschen, oder da wurde dran gearbeitet, restauriert und alles drum und dran. Bin mal gespannt, ob man da überhaupt jetzt noch gerade rein kann. Und wie ich sehe, da oben ist schon ein bisschen weiß, ein bisschen Schnee liegt. Da oben schon. Und ja, da würde ich sagen, lasst uns die Tour starten. Schön, dass ihr da seid. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da. Ein Kommentar würde mich wie immer freuen, auch wenn ich jetzt nicht im Allgäu bin. Bleibt dran, genießt die Tour. Bis gleich. Ja, aufgrund des vielen Regens und ja, teilweise schon kräftigen Schneefalls da oben haben wir hier natürlich noch ein bisschen Hochwasser. Bin mal gleich gespannt beim ersten, bei dem Urlacher Wasserfall, wie viel der gerade runterkommt. Also ich vermisse so sehr die Berge, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich muss echt gestehen, ich werde mit dem Schnee nicht so warm. Das ist echt nicht so mein Ding. Ich werd mal hier und da versuchen, eine Schneeschuhtour zu machen, aber Schnee ist echt nicht so mein Element. Also so schön es auch aussieht, ich schaue es mir gerne an im Fernseher, aber von meiner Haustür brauche ich es nicht. Gut, weiter geht's.
So, ich habe jetzt den ersten schönen Blick auf den Wasserfall, auf den Urbacher Wasserfall. Und da kommt schön Wasser runter. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt von hier schon sehen könnt, aber ich zeige euch das mal. Ja. Aber da gehen wir natürlich jetzt noch unten entlang, dann seht ihr das alles besser. Ich melde mich gleich wieder. So, wir haben jetzt den Aufstieg im Mischen Wasserfall erreicht. Und da sind wir mega im Frühjahr und im Herbst. Gibt es hier richtig viel Wasser. Im Hochsommer kann es manchmal sein, dass hier gar nichts runterkommt. Je nachdem, wenn es längere Zeit trocken ist. Aber jetzt, hey, der Weg ist teilweise auch hier leicht überschwemmt. Mal gucken, ob ich überhaupt hochkomme. Das habe ich so noch nie erlebt hier. Das gestaltet sich jetzt alles ein wenig spannender, als ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Aber egal, da muss ich jetzt durch. Wahnsinn, aber schon mega cool, mega cool. Ich glaube, ich mache mal ein paar Fotos und dann melde ich mich gleich wieder. Wie gesagt, so viel Wasser wie jetzt habe ich hier auch noch nie erlebt, dass der ganze Weg quasi überschwemmt ist, aber mega schön. Wahnsinn. Super, super schön hier. Guckt euch das mal an. Wartet. So. Ja, ist natürlich viel schöner als im Hochsommer, wenn hier teilweise gar kein Wasser runterkommt. Wahnsinn. Das ist der erste Wasserfall, der Urbacher Wasserfall. Wir laufen jetzt mal weiter hoch in Richtung Gütersteiner Wasserfall. Mal gucken, wie es dann nachher da aussieht. Ich melde mich gleich wieder. Ja, leider komme ich jetzt nicht näher an den Wasserfall ran. Von der Mitte aus gesehen, weil er gesperrt ist. Aber ich glaube auch nicht, dass ich... Normalerweise kann man dann auch hinter dem Wasser verlaufen, dass quasi vor einem so das Wasser runterfällt. Und ich glaube, das ist jetzt oder wäre jetzt auch eh zu viel Wasser gewesen. Das hätte nicht funktioniert. Ja. Aber hier haben wir schon so die ersten Felsen. Es geht langsam hoch. Das Gefühl von Berg. Wie gesagt, ich kann euch die Tour hier sehr, sehr empfehlen, die gesamte Gegend. Mega schön.
Ja, die Bedingungen sind etwas anspruchsvoller als gedacht. Ich war, wie gesagt, schon zu allen Jahreszeiten hier, aber jetzt gerade liegt schon ein bisschen Schnee, wie ihr sehen könnt. Dann ist es noch relativ nass, Laub. Aber man muss schon aufpassen, dass man hier nicht ausrutscht. Weil ansonsten ist das natürlich technisch hier nichts Schweres oder Dramatisches. Also es wäre eine, ihr werdet mich heute nicht kraxeln sehen, es sei denn, ich rutsche hier den Abhang runter. Aber es ist eine schöne Wanderstrecke. Aber ja, man muss aufpassen. Es ist wirklich teilweise echt glitschig, muss man sagen. Es ist nicht rutschig, es ist echt glitschig. Wahnsinn. Das Laub ist das, oder das nasse Laub. Teilweise so wie so eine Matschepampe. Aber egal, das macht es ja nochmal spannender. So. Wie geht's denn euch so? Erzählt mal. Habt ihr irgendwie Touren geplant jetzt in nächster Zeit? Macht ihr irgendwas? Oder im Winter? Seid ihr im Winter irgendwie in den Bergen? Im Allgäu irgendwo? Lasst es mich wissen. Bin auch mal neugierig. So, weiter geht's. Ja, ich habe jetzt einen kleinen Abstecher auf den runden Berg gemacht. Das ist quasi, wenn man Richtung Güterstainer Wasserfall läuft, läuft man dann mal kurz, sagen wir mal 500 Meter ungefähr nach rechts. Und dann steht man hier auf dem runden Berg. Ich finde nichts Besonderes, weil auch im Herbst hat man nicht so wirklich eine wunderschöne Aussicht hier über die Alp. Aber hier liegt jetzt doch etwas mehr Schnee. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mal hier seid, könnt ihr mal einen Abstecher machen. Da hinten ist auch eine Bank, kann man sich hinsetzen. Aber wenn ihr dann im Frühjahr, im Sommer hier seid, wenn auch die Bäume mit Blättern behangen sind, dann seht ihr hier eigentlich so gut wie gar nichts. Ist aber ein schöner, ruhiger Ort, das muss ich sagen. Schon schön. Aber man hat von hier nicht so eine Aussicht, wie vielleicht von anderen Aussichtspunkten hier auf der Alp. So, jetzt laufe ich wieder zurück in Richtung Güterstainer Wasserfall und dann mal gucken, wo lang es dann geht. Aber ich melde mich auf jeden Fall gleich nochmal. So, jetzt haben wir das zweite Highlight erreicht, den Güterstainer Wasserfall. Wie gesagt, wenn ihr hier unterwegs seid, lasst euch das alles nicht entgehen. Glück gehabt, weil ich habe oder bin fast davon ausgegangen, dass jetzt hier der Weg, wo ich jetzt drauf laufe, auch unter Wasser ist. Dann hätte ich hier nicht lang kommen können oder lang gehen können. Aber ja, schön. Glück gehabt. Ja, ob man das erkennen kann, aber das Wasser ist so extrem klar. Ja, geht schon gut runter. Ihr könntet theoretisch jetzt da noch ein bisschen ein Stück runter gehen, aber wir gehen jetzt hier die Treppen hoch und laufen dann weiter quasi oben entlang. Oben drehe ich dann eine Schleife und mal schauen, wo ich dann da rauskomme oder wo lang ich dann wirklich lang laufen werde.
Ja, Kapelle habt ihr auch hier. So, ich laufe jetzt den sogenannten Wasserfallsteig hoch und oben laufen wir dann einen Abschnitt von dem Wanderweg, ich meine hochgeflogen hieß der, ich glaube das ist der, der hier ist, ja, entlang. Da muss ich mal schauen, bis wohin. Und wie gesagt, das Ziel ist dann am Ende an der Burgruine Hohenurlach anzukommen. Das ist dann eine super schöne Runde, weil der Urlacher Wasserfall und die Burgruine sind in der Nähe vom Parkplatz. Ja, weiter geht's. Es geht ein bisschen steil hoch. Das Gefühl von Berg. Ja. Klappe halten, weitergehen. So, ich bin jetzt quasi oben auf der Schwäbischen Alb und bin gerade hier am Fohlenhof. Hier oben ist die Landschaft natürlich schon mega winterlich. Also hier liegt Schnee und alles drum und dran. In den letzten Tagen doch hier oben mehr geschneit. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Schnee hat was, die Natur braucht's. Schreibt mir nicht, Natur braucht Schnee, Schnee, Schnee. Ja, weiß ich. Alles gut. Ich persönlich brauche es nicht unbedingt vor meiner Haustür. Auch wenn es schön ist. Und ja, der Schnee lässt mich nicht so auf die Berge, wie ich es gerne hätte. Aber egal. Irgendwann ist der Schnee auch wieder weg. Ja, ich drehe hier oben eine Runde. Ich möchte ungefähr heute ja bei 16, 17 Kilometern rauskommen. Also nicht extrem lang. Und ja, mal gucken, was ich gleich noch so aufnehme. Aber ich melde mich gleich. Viel Spaß noch. Weiterhin viel Spaß. So, wie ihr hinter mir sehen könnt, habe ich jetzt das nächste Highlight hier erreicht. Nämlich die Hohe Warte. Ein schöner Turm, wo man auch schön hochlaufen kann. Und von oben hat man eine mega schöne Aussicht. Oder mehr, so ein 360 Grad Panorama über die Schwäbische Alb. Oder ein Teil davon. Und da laufen wir natürlich auch noch jetzt hoch. Ja. So, was haben wir noch hier? Zum Weltkriegsdenkmal. Erste, zweite Weltkriege. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir auch schon direkt hoch, oder? So. Der Eintritt ist natürlich frei, aber denkt ein Schild. Über den einen oder anderen Euro würde man sich freuen. Kann ich verstehen. So. Ja, die letzten 10 Stufen bis nach oben. Aufpassen, weil es hier rutschig ist. Ja, schön. Da fühlt man sich doch schon fast wie auf irgendeinem Gipfel. Schöne Aussicht. Aber ich zeige euch das mal. Genießt die Aussicht von hier oben. Ah, Wahnsinn. Wenn ich jetzt hier oben so stehe und ich vermisse so sehr die Berge. Also mir ist gerade mal vier Wochen. Wann war ich auf der Lachtenspitze? Ah. Am liebsten würde ich mich so jetzt in den Winterschlaf legen und erst aufwachen, wenn der Winter vorbei ist. Ja, viele Tiere machen es echt schlau. Ich glaube, sollten wir auch mal versuchen. Ja, auch wenn das jetzt kein Gipfel ist, fühle ich mich aber so ein bisschen wie auf einem Gipfel und dementsprechend möchte ich doch ein paar Gipfelgrüße loswerden.
Also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, weil das jetzt nicht so ein klassischer Berg ist, aber es ist halt wirklich auf der Schwäbischen Alb, hier auf dem Turm, hinter mir der Fahnenmast. Lass es mal unser Gipfelkreuz sein. Ja, dann werde ich doch mal, ja doch, ich glaube, es ist ein schöner Tag, ein schöner Ort, um die Gipfelgrüße loszuwerden, weil aufgrund der Wetterverhältnisse weiß ich nicht, wann ich das nächste Mal auf dem Gipfel sein werde. Ich hoffe schon bald, aber man weiß es nicht. So, die ersten Gipfelgrüße gehen raus nach, ich meine, Binswangen an Mücki. Mücki, schöne liebe Grüße von mir. Ich hoffe, es geht dir gut und auch von Schöni. Ja, du kennst Schöni und ihr kennt euch höchstwahrscheinlich. Ja, viele liebe Grüße von mir hier vom Gipfel des Turmes. Die nächsten Gipfelgrüße gehen nach Frankreich zu Georges. Georges hatte eine sehr, sehr schwere OP und liegt jetzt schon längere Zeit in Frankreich im Krankenhaus. Lieber Georges, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Kraft, gute Besserung. Immer weiterkämpfen. Ich drücke die Daumen und dass du so schnell wie möglich demnächst schon wieder hier zu Hause bist. Ja. Natürlich gehen auch dementsprechend viele liebe Grüße von Dagmar raus an dich. Ja, wir denken an dich. Ja, bist nicht vergessen. Ja, habe ich sonst noch Gipfelgrüße loszuwerden? Ich glaube gerade nicht. Doch, lass mich einfach mal Gipfelgrüße von mir aus. Viele liebe Grüße an Michael, die Schönbuchgams. Michael, einfach mal liebe Grüße an dich raus. Ich hoffe, es geht dir gut, dass du die letzte Zeit überstanden hast. Aber ich sehe fleißig neue Videos von dir. Ich denke, du bist auch wieder bei 100% hoffentlich. Und weiter, ich hoffe, wir laufen demnächst mal gemeinsam eine Tour. Für alle die, Michael ist auch ein YouTuber, sagen wir mal so. Er macht auch viele Videos, vor allem auch hier aus der Region. Könnt ihr euch mal gerne anschauen, die schönen Buchgams. Ich verlinke euch mal seinen Kanal auch unten in die Beschreibung. Ja. Schaut da auch mal rein, lasst ihm auch mal ein Link, sonst wird er keine Likes bekommen, das stimmt nicht. Also lasst ihm auch ein Like da, einen Kommentar, einen Daumen hoch, wird er sich auch sicherlich freuen. Dann vielleicht so, was ich einfach mal prinzipiell loswerden möchte, ist, weil viele haben irgendwie das Problem damit, wenn man das Gefühl, dass viele so Videos machen und irgendwie, also ich habe kein Problem damit, andere Kanäle zu teilen. Also ist mir relativ, lass es mich so sagen, ist mir so scheißegal. Also ich weiß bei einigen nicht, ob die das so verbittert sehen oder irgendwie Konkurrenz denken oder der ganze Scheiß. Also Leute, bei einigen muss ich doch den Kopf schütteln. Also echt, keine Ahnung. Also wie gesagt, schau, es gibt viele, viele coole YouTube-Kanäle. Ja, der Mountain Dude, auch viele geile Videos mit Bergtouren, kann ich euch auch sehr empfehlen. Das letzte Mal habe ich euch ja auch den Kanal Crazy Wanderkappel empfohlen. Ja, die Schönbuchgams und was es dann noch alles gibt. Dann gibt es ja noch das Pärchen Alex und Alex war das, glaube ich. Ne? Wandern, Klettern, Klettersteige oder irgendwie sowas. Verlinke ich euch auch mal alles in die Beschreibung. Wisst ihr was? Ich verlinke euch einfach die ganzen Kanäle unten in die Beschreibung. Lasst den Leuten ein Abo da, einen Kommentar und was weiß ich was. Alle machen coole Videos und jeder hat es irgendwie verdient, dass man da auch mal reinschaut. Ja, deswegen ist hier das überhaupt nicht irgendwie streng oder irgendwas, mir relativ scheißegal. Ich gucke andere Videos an, ich like andere Videos, ich freue mich über die ein oder anderen Personen zu sehen und das Wichtigste ist auch immer, einen guten Rat gebe ich euch mit, wenn ihr irgendwie Videos oder irgendwelche Personen nicht mögt, schaut euch die Videos nicht an. Punkt, Ende aus, es zwingt euch keiner. Ja? Also wie gesagt, ich und natürlich auch mir lasst mir auch, wie immer auch nachher ein Like da, Daumen hoch, ja, und teilt meinen Kanal und abonniert und was weiß ich alles, ja, würde mich immer freuen. So, ich würde sagen, hier oben zieht es ein bisschen und dementsprechend glaube ich jetzt auch schon direkt weiter. Ich denke mal, jetzt gehe ich so langsam. Ich habe noch insgesamt knapp über 8 Kilometer von mir. Und mit dem nächsten Ziel so die Burgruine zu erreichen. Aber ich melde mich nachher nochmal. Bis gleich.
Ja, das war jetzt ein schöner Aussichtspunkt. Im Sommer, da ist es im Sommer mega cool. Kann man sich schön auf die Bank hinsetzen. Da sind ganz viele Sitzmöglichkeiten und so Halbliegemöglichkeiten. So, wie ihr seht, habe ich die Burgruine Hohenneuffen, wollte ich schon sagen, Hohenurdach erreicht. Und ich würde sagen, wir starten sofort eine Tour hier hin, oder hierher durch. Ich bin halt ein bisschen außer Atem, die letzten 300, 400, 500 Meter, der Aufstieg hier zur Ruine, die ziehen sich gefühlt und sind relativ steil. Ich bin dann ein Stückchen hochgejoggt, um die Belastung zu erhöhen. Jetzt bin ich ein bisschen außer Atem. So, aber jetzt würde ich sagen, ja, jetzt habe ich doch noch schnell den Akku meiner GoPro gewechselt und jetzt laufe ich weiter. Ja, ich bin gerne hier in der Ruine. Das hat so was Mystisches und das ist echt schön. Da ein Blick auf Bad Urdach. Jetzt stelle ich schon mein GPS aus, weil jetzt nervt es gerade. So, mal hier. So, jetzt hält es die Klappe. Hier zu wohnen hätte auch was, oder? Das könnte man schon schön einrichten. Jetzt schauen wir uns noch den Hof an, genießen noch ein bisschen die Aussicht und dann geht's schon zum Auto wieder zurück. Also hier im Sommer zu sitzen ist auch schön. Die haben jetzt bis vor kurzem hier noch, ich meine dieses Jahr war das, einiges hier an Arbeiten erledigt. Ich muss mal gucken, ob ich schon was sehe, wenn wir es erkennen. Also ärgerlich, jetzt habe ich 5 Minuten hier gerade so schön aufgenommen und ja, meine GoPro abgestört. Jetzt darf ich den Weg nochmal zurücklaufen. Ich mache das ruhig nur für euch, damit ihr das noch seht. Ja, ich bin jetzt hier im Innenhof quasi und habe eine Runde gedreht, aber ich zeige euch das nochmal. Oder was heißt nochmal, ich zeige es euch jetzt, ja, weil meine Aufnahme von gerade ja ein bisschen abgestürzt ist. Ja, hier kann man oben langlaufen.
man kann die Treppen hochkommen und dann kann man hier lang laufen. Und wie ihr seht, hier wurde der Weg auch erneuert, so dass man auch wieder sicher hier oben lang laufen kann. Weil früher war das, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, es ist etwas länger her, dass ich hier oben lang gelaufen bin. Ich meine, war ich dieses Jahr schon hier, letztes Jahr, dann war das hier oben, glaube ich, auch gesperrt, da konnte man gar nicht hoch. Und im Sommer ist es natürlich echt cool. Dann habt ihr, wenn das Wetter schön ist, eine geile Aussicht. Könnt ihr hier oben was lecker essen, nehmt ihr euch was mit, setzt euch hin, genießt es einfach. Genießt ihr einfach die Stimmung hier von der Ruine. Ja, wie ihr seht, das ist auch noch relativ neu. Alles wieder schön gemacht. Auch da hinten. Ja, ist schon sehr, sehr cool, dass man hier die Arbeit reingesteckt und investiert hat. Weil teilweise war das hier schon, ja, war die Ruine echt am Auseinanderbrechen. Da wäre nicht mehr viel übrig geblieben irgendwann mal. Deswegen, ja, schön. Hier geht es auch nochmal die Treppen runter. Ist auch nochmal so ein kleines Räumchen. Überall Gänge. Irgendwie eben mal, das war vielleicht auch mal irgendwann mal ein Raum. Da kann man mal sehen, wie hoch das hier damals war. Also noch die letzte Außenmauer. Ja, quasi ein, zwei, da oben drei Etagen. Schon mega, mega cool, mega cool. Ja, wie ihr seht, ich habe mich ein bisschen wieder dicker eingepackt, weil schon kalt. Und jetzt zieht so ein Wind hier auf und der schon, da friert es schon einem. Ein schöner Blick auf Bad Urach. Da ist es abgesperrt. Ja doch, man erkennt es ja an den relativ neuen Steinen hier, an dem Mauerwerk. Schon viel gemacht hier, was echt cool ist. So, wo muss ich jetzt lang? Ach, da geht's. Ja, immer interessant hier sich vorzustellen, wie das Leben früher hier gewesen sein muss. So, ich würde sagen, das war es jetzt schon mit der Runde durch die Burgruine Hohenneuffen. Da kann man oben noch ein bisschen rumlaufen, aber es ist jetzt nichts Spannendes. Aber wenn ihr mal hier seid, schaut euch das mal alles an. Echt cool. Gibt sicherlich nur so das eine oder andere hier zu entdecken, aber das ist dann euch überlassen. So, jetzt laufe ich wieder gemütlich zurück zum Auto und dann melde ich mich gleich nochmal direkt vom Auto. Bis gleich. So, wo das Video begonnen hat, wird es auch enden. Ja, ich habe den Parkplatz wieder erreicht. Es waren jetzt am Ende doch 18 Kilometer ungefähr, die ich gemacht habe. Muss ich nachher mal gucken. Ja, war alles in allem eine schöne Tour. Nicht extrem lang, aber wie ich schon öfters gesagt habe, ich kann euch die Gegend hier sehr, sehr empfehlen. Es ist eine traumhaft schöne Wandergegend, also viel schöne Natur, viele Highlights, wenn ihr hier seid. Kommt vorbei, schaut es euch an.
sagt mir Bescheid. Vielleicht warte ich dann irgendwo im Wald auf euch. Ja, wie geht's weiter? Ich weiß noch nicht. Also ich würde gerne in die Berge. Ich kann es gerade nicht versprechen. Ich hoffe, dass da irgendwann mal demnächst so wirklich Winter ist, dass man auch ja, hier und da die ein oder andere Schneeschuhtour planen kann. Weil gerade ist es noch so nichts Halbes, nichts Ganzes. Klar, ganz oben auf den Bergen liegt Schnee, aber da kann es natürlich jetzt nicht mehr hin. Aber ich sag mal so, die paar Gipfel, die eventuell mit Schneeschuhen erreichbar werden, ja, das ist noch nicht so ganz schneeschuh-tauglich, würde ich sagen, falls ich mich nicht irre. Also jedenfalls da, wo ich meine Tagestouren mit dem Auto machen kann. Wie ihr wisst, fahre ich ja immer morgens hin und dann nachmittags abends wieder zurück. Wie ihr wisst, das wisst ihr bestimmt, könnt ihr euch auch gut vorstellen, ich vermisse das echt gerade sehr. Aber nichtsdestotrotz hab ich hier auch noch genügend Strecken zum Ablaufen, auch wenn ich die jetzt schon zum vierten, fünften Mal schon gelaufen bin. Aber es ist immer wieder schön, hier sein zu können, und werde auch hier und da dann ein Video machen und das natürlich auch online stellen, weil es gibt schon so ein paar Highlights hier, die ich euch empfehlen kann. Es sind schöne Strecken, und ich habe ja letztes Mal Umfragen gestartet, ob was ihr sehen wollt, Berge oder auch hier Schwäbische Alb, ob ich da Videos machen soll, und war dann ganz, ganz klar 45 zu 4 oder sowas, dass viele auch gerne hier Videos sehen würden, um einfach die Gegend besser kennenzulernen, und dann ist das okay. Also man würde auch lieber gerne Bergvideos jetzt online stellen, aber es geht einfach nicht. Und bevor ich gar nichts mache an Videos, ist auch schön hier. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Gegend hat euch gefallen. Lasst mir dann einen Daumen hoch da, wie immer einen Kommentar. Würde mich immer sehr freuen. Falls ihr Leute kennt, die mal meine Videos vielleicht mögen würden, teilt es. Über ein Abo würde ich mich wie immer freuen. Schaut nachher mal in die Beschreibung rein, die ganzen Kanäle, die ich vorhin erwähnt habe. Die verlinke ich euch auch mal. Und lasst den auch mal, oder guckt euch, wenn ihr Zeit und Lust habt, auch mal ein paar Videos von denen an. Lasst den auch einen Daumen hoch da, ein Abo, einen Kommentar. Würden die sich auch sicherlich freuen. Und ja, dann würde ich fast sagen, habe ich noch irgendwas zu sagen? Danke nochmal an alle, die, ich habe auch eine Umfrage letztes Mal rausgeschickt, ob man mir irgendwelche Touren jetzt empfehlen kann, aber das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke auf jeden Fall für eure Tipps und Empfehlungen, aber da lag teilweise dann schon zu viel Schnee, und der eine, der Pit, Grüße an Pit, danke für die Tipps, aber als er mir dann geschrieben hat, steck dir nichts in die Ohren wegen Lawinengefahr und so, dass du das rechtzeitig hörst und alles. Ich im Schnee, wir werden keine besten Freunde, definitiv nicht. Und wenn ich dann sowas lesen muss wie Lawinen und hin und her. Gibt es sowas wie Urängste? Ich glaube, Lawinen gehören dazu. Also das ist, ist echt nichts für mich. Ne? So, das ist, ja. Aber egal, es wird schon demnächst sicherlich irgendwie wieder in die Berge gehen. Sobald, auch jetzt wieder, jetzt regnet es gerade so ganz leicht. Also es ist ganz komisches Wetter, ein ganz komischer Herbst, finde ich. Dann hast du oben Schnee, gehst ein paar Meter runter, Matsch, Laub. Also ist gerade einfach nicht gut, schön. Macht es einfach nicht einfach. Aber wie gesagt, für hier reicht es. Hier kann ich meine Touren machen, meine Wanderungen. Wenn ich dann wieder 30, 40, 50 Kilometer unterwegs bin, dann mache ich dann natürlich keine Videos, weil da geht es wirklich nur um sportliche Aktivität. Ja? Also ohne Pause einfach durchmarschieren, 6,2 km/h. Aber sowas wie heute, da werden sicherlich die ein oder anderen Videos jetzt noch demnächst folgen. Und freut euch dann, wenn es in die Berge geht. So, ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass ihr mir hier zugeschaut habt. Auch wenn es keine Bergtour war, lasst mir trotzdem Daumen hoch da. Würde mich freuen. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst schon wieder. Sehr bald wahrscheinlich. Lasst euch überraschen. Grüße an euch alle da draußen und bis demnächst. Bye bye, ciao, ciao. Bye bye, ciao, ciao, wie auch immer. Ciao. We'll be right back.